Wir gehen rein. Schwere Erfrierungen beim Arctic Warrior. Mutter Natur zeigt mir ihre Grenzen. Vom lieben Stefan Pütz. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder lustige Musik. Ich wusste es. Stefan, was geht? Schön, dich zu sehen. Endlich bist du zurück. Erzähl mal. Ja, ich bin gestern Abend aus Finnland gekommen, vom Arctic Warrior. Übertrieben krasse Erfahrung. Ich wusste immer schon, dass ich Skandinavien lieben werde. Aber dass das so geil ist, hätte ich niemals gedacht. Mutter Natur hat mir natürlich gezeigt, dass es auch Grenzen... Boah, die Hand sieht aus. Ich kann da nicht aufhören, hinzugucken. ...Grenzen gibt. Ich habe ein paar Erfrierungen hier an meiner rechten Hand. Habe mir irgendwas am linken Knie gemacht, irgendwas verdreht, gerissen. Und ich habe natürlich massiv Gewicht verloren. Dadurch, dass ich natürlich nicht die Makronährstoffe zuführen konnte, die ich hätte zuführen sollen, 8,5 Kilo verloren in den 5 Tagen. Okay, alles klar. Gut, wenn einer, glaube ich, auf sein Gewicht achtet, dann Stefan, 8,5 Kilo verloren. 8,5 Kilo, das ist schon krass. Zumal die danach noch essen konnten. Und war eine mega geile Erfahrung. Ja, für mein Knie führen wir natürlich die Kryotherapie fort. Kälte hilft auf jeden Fall, diese Schwellung zurückgehen zu lassen und das Wasser aus dem Knie rausgehen zu lassen. Nächste Woche habe ich MRT-Termin, werde das durchchecken lassen, was in meinem Knie genau passiert ist, was abgerissen ist. Es hat ein paar Mal gekracht. Wir werden natürlich die Hände aus dem kalten Wasser draußen lassen. Extreme Hitze oder extreme Kälte sollen wir auf jeden Fall vermeiden. Sie sollen immer in einer normalen Zimmertemperatur eingepackt sein, die Hände, damit sie schnell wieder recovern können. Euch sagen, wenn ihr mal ein geiles Urlaubsziel sucht, fahrt nach Skandinavien, Finnland, Lappland. Also, finde ich die beste Werbung ever, mit so einer halb abgefrorenen Hand. Ey, wenn ihr mal Lust habt auf ein richtig cooles Urlaubsziel, ja, das kann passieren, aber sucht euch Finnland aus. Finnland ist der Killer. Für diejenigen, die keinen Winter mögen oder Kälte nicht mögen, im Sommer ist es da auch richtig geil. Aber dann sind die Bären aus dem Winterschlaf erwacht. Das kann auch ein Nachteil sein. Und die Mücken. Fühlst du dich jetzt so einen Tag? Also ich muss sagen, ja, wie verpacke ich das jetzt am besten? Stefan ist, glaube ich, mit einer der einzigen Teilnehmer, wo man sagen kann, der fasst das Mindset technisch passend auf und denkt sich, ja, okay, gehört halt dazu. Ich hätte mir nicht ausmalen wollen, was wäre gewesen, Sascha Hellinger hätte so eine Hand oder die Bänder gerissen oder sonst irgendwas. Also... Und Stefan ist dabei, ja, ist halt so. Nach dem Arctic Warrior, was geht dir durch den Kopf? Also ich muss sagen, die Erfahrung ohne Handy, draußen in der freien Natur die ganze Zeit, rudimentäre Dinge zu tun, Holz zu sammeln, Feuer zu machen. Du hast ganz andere Sorgen. Du freust dich zum Beispiel, wenn du richtig geiles Feuerholz findest. Also die einfachsten Dinge bereiten dir Freude und du merkst einfach, es kommt auf ganz andere Dinge an am Ende des Tages in deinem Alltag, wenn du dich in der freien Natur bewegst. Man muss sich zu helfen wissen. Yes. Der konnte die Hand gar nicht benutzen, oder was? Alter Schwede. Du bist nicht mal 24 Stunden zurück und schon verfällst. Ich muss ja zugeben, er hat mir ein Bild danach geschickt von der Hand. Ich habe also das schon vorher gesehen und dachte nur so, ey, bitte lass die Finger dran. Bitte, dass die Finger dran bleiben, dass alles wieder gut verheilt. Das sieht aus. Das ist wieder an deine alten Muster. Ja, Mann, ich habe keine Saftpresse. Bloß kein Strom. Wir hatten ja ein begrenztes Repertoire an Gegenständen, die wir verwenden konnten. Das hier habe ich auf jeden Fall vermisst. Läuft noch zum Glück, Mann. Okay, ich muss jetzt mal aufpassen. Ich habe mir tatsächlich auch dieselbe Saftpresse geholt, muss ich sagen. So, was er da reintut, ich muss Stefan mal nach Rezepten fragen. Also Sachen zu halten ohne Handschuhe ist extrem unangenehm einfach, weil meine Finger relativ taub sind und es fühlt sich so an, als ob man 10 Rollen Tape drum hat ungefähr, vom Gefühl her. Plus dann natürlich die Temperatur in den Fingern. Also man merkt deutlich, dass da Durchblutungsstörungen sind und es ist einfach ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber der Saft wird richten. Saft richtet alles, okay. Möhren, Sellerie. Wir sind sehr gut geschult worden. Ich kenne mich mit Erfrierungen aus. Ich weiß, was die Anzeichen dafür sind. Ich habe es einen Tag ignoriert. Ich hatte die ganze Zeit nasse Handschuhe. Ich habe nachts immer die Handschuhe in meine Boxershort reingemacht, damit die dann trocknen können und einigermaßen trocken sind am nächsten Tag. Und es war halt einfach, wie gesagt, eine Kombination aus vielen Dingen. Man möchte natürlich auch nicht einfach aufgeben, aber jetzt ist es so, wie es ist. Und jetzt muss man mit den Konsequenzen klarkommen. So ist das Leben. Alles hat Konsequenzen. Das glaube ich auch. Stefan ist
wirklich einfach jemand, der das mindset-technisch sagt, okay, ist halt so. Ich habe da einen Fehler gemacht, ist halt so. Deswegen schätze ich ihn sehr. Stefan ist wirklich einer meiner Herzensmenschen, wo ich sage, Herz so sehr am rechten Fleck. Ein lieber, lieber Typ. Und ich finde nach wie vor, das passt die Optik und der Job bis jetzt überhaupt nicht zueinander bei den meisten Leuten. Die sehen, denken so, oh Gott. Und dann ist das einfach der liebste Typ. Klingt die Zahn schon besser? Das kommt, ist ein bisschen zeitversetzt. Muss ich schon mal 10, 20 Sekunden Zeit geben. Was mir auch wieder klar geworden ist, dass materielle Dinge einfach komplett unbedeutend sind. Ich versuche mich natürlich so immer von materiellen Dingen so weit zu distanzieren, wie ich kann, weil ich denke, dass es schlecht ist für mich in dem Moment. Man braucht natürlich eine gewisse Menge an Geld, um einfach Sachen umsetzen zu können und seine Vision erfüllen zu können. Aber am Ende des Tages gehen wir ohne materielle Dinge und das Einzige, was wir benötigen, sind 2 Münzen für den Fährmann. Hast du die Münzen? Noch nicht. Ich sammel die noch. Bitcoins. Da wird er sich freuen. Das hat ihm noch niemand mitgebracht. Stefan, dann wie viel der Kaffee ist das jetzt? Mein 4. Ich habe ja lange keinen Kaffee getrunken, 10 Tage. Ich muss sagen, wir haben ja dort nur Schnee. Soll ich mal probieren, Stefan anzurufen? Komm, ich versuche mal, Stefan anzurufen. Ich habe zwar hier schlechten Empfang hier, aber komm, den Stefan müssen wir mal anrufen. Ich höre dich, du bist live im Stream, mein Lieber. Ja, du bist auch live im Stream. Ja, das ist doch super. Hier geht's richtig ab, das ist ja jetzt mal lustig. Okay, ist alles gut? Ja, alles super, du. Ich habe gerade die Folge 11 zu Ende geschaut, die so ein bisschen abrupt endet. Auch so im Schnitt so, geht so lala, aber mit deiner Hand das gesehen und wir sind gerade in deinem Video drin. Schwere Erfrierung beim Arctic Warrior. Ich habe die Bilder ja gesehen danach und wir haben ja telefoniert. Ja. Es sieht schon sehr übel aus, Stefan. Ey, es war wirklich, also ich war ja bei 2 Ärzten, die sich mit sowas auskennen. Ja. Und der eine hat auch gesagt, ey, wenn du nicht so fit wärst, dann kannst du das Ding wegschmeißen wahrscheinlich. Also ich habe eben auch gesagt, ich bin, was heißt, nicht froh, dass es dir passiert ist, das wäre das Falsche, sondern ich glaube, wenige würden das so gut verkraften wie du, weißt du? Also angenommen, so Sascha Hellinger hätte jetzt eine Hand halb erfroren und die Bänder gerissen, dann würde ich mir wahrscheinlich unfassbar Gedanken machen, aber du kennst genauso wie ich aus dem Sport, jo, dann geht halt der Meniskus flöten, dann reißt halt da ein Band, dann ist da halt was kaputt, ist halt so, ne? Ja, das ist halt, wie gesagt, entweder du nimmst es in Kauf oder du quittest und ärgerst dich danach. Oder? Ist halt so. Ja, ich weiß. Ist ja nicht schlimm, das dann zu entscheiden für sich. Man muss halt abwägen, okay, welches Risiko gehe ich ein? Ja, klar. Und ich muss ja nochmal sagen, Tatjana wollte die ganze Zeit Sebo kontaktieren. Ja. Und ich musste Tatjana wirklich überzeugen. Ich habe gesagt, ey, Tatjana, glaub mir, bitte. Ich kann es dir jetzt nicht zeigen. Ich habe schon viele Verletzungen gehabt, habe damit gekämpft. Ich habe wirklich Erfahrung mit meinem Körper und ich weiß, wo Feierabend ist. Und ich habe ja auch später zu ihr gesagt, dann, ey, mit den Fingern, ich thematisiere das mit bei Sebo, beziehungsweise Alex hat es ja dann selber auch gesehen direkt. Ja. Ich habe das ja abgeklärt und ja, das war auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und ich bin da ja auch Sebo und Alex sehr dankbar dafür, dass sie die Entscheidung getroffen haben und es war absolut richtig. Also sie haben einfach nur ihren Job gemacht. Deswegen gab es auch gar keine Diskussion für mich oder Enttäuschung. Das ist einfach total fehl am Platz. Ja, das stimmt. Also ich glaube, Tatjana hatte das natürlich nicht einfach mit, also nee, auf der einen Seite hat es einfach mit dir, weil du nie rum Holz und einfach ist halt so. Immer noch besser, als in irgendeinem wilden Knast zu sein, angekettet und kein Sonnenlicht zu sehen. Auf der anderen Seite hat sie sich natürlich Sorgen gemacht und sagte, oh nein, oh nein, nein. Nicht, dass sie nachher, weißt du, verantwortlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Also Fluch und Segen irgendwie zugleich und ich kann Sebo echt nachvollziehen, dass er sagt, ey Stefan. 100%. Ja. Alex hat ja noch so gesagt, ey, wir fragen Sebo, aber ich habe in Alex seinen Augen ja schon gesehen, dass der eigentlich weiß, okay, geht nicht. Feierabend. Da kann der gar nicht weitermachen, weil der will es ja auch nicht später dann auf sein Konto haben, verantwortungstechnisch, von seinem Gefühl her auch. Nee. Ich würde ihm ja nie die Schuld dafür geben. Ich würde sagen, er ist selber schuld. Ins Wasser reingegangen, 2 Finger weg, dämlich gewesen, zu ehrgeizig gewesen, jetzt bezahlst du dafür. Ja. Aber der hätte ja in dem Moment diese Emotion gehabt, okay, ich habe mit dazu beigetragen, dass Stefan 2 Finger verloren hat. Und das wäre halt wirklich blöd gewesen. Das will sich keiner auf die Flagge da schreiben, zu sagen, ja, ich habe dann dafür gesorgt. Also natürlich wärst du reingesprungen, das weiß ich, und hättest auch alles damit durchgezogen. Ne? Aber das war wirklich, ich glaube, richtig, das zu machen. Ja. Aber jetzt sieht es ja wieder bei dir ganz gut aus. Wo wir uns letzte getroffen haben, sieht man ja nicht mehr so, es fühlt sich immer noch ein bisschen stumpf an, sagst du, ne? Es ist stumpf, genau. Also es taubt die Finger, aber der hat gesagt, 6 bis 8 Monate dauert es in der Regel. Der hat gesagt, kann schneller gehen, Nervensystem benötigt. Du hast ja die besten Erfahrungen damit gemacht, durch Stresspositionen stehen, 8 Stunden, wo du Erfrierungen in deiner Hand hattest. Ja. Und du weißt ja, wie das mit dem Nervensystem ist. Du, bei mir hat das auch Ewigkeiten gedauert. Und ich habe ja immer noch, sobald ich irgendwann kalt, bei mir werden die Hände halt oben an der Oberfläche sofort blau. Also so ganz regeneriert hat sich das eh nicht. Aber ich
kann das trotzdem immer durchziehen und ignorieren einen Teil dann irgendwie weg. Aber man muss leider ein bisschen mehr aufpassen. Aber ich glaube, wir beide haben ja trotzdem eine andere Kälteempfindlichkeit wie andere. Deswegen ja, definitiv. Also man trainiert es ja auch, genau. Ja. Also, Stefan, ich bin so froh, dass nichts Bleibendes ist. Ist er denn vom Knie wieder halbwegs okay bei dir? Das ist okay, ich habe keine Kreuzbänder mehr und ich bin ja wieder, also ich bin jetzt, gestern bin ich einen MTB-Marathon gefahren, ja. Ich habe gar keine Probleme. Ohne man braucht keine Bänder mehr oder was? Keine Kreuzbänder? Also ich habe das hintere Kreuzband, habe ich ja im Oktober gerissen, beim Kampf, bei dem du auch anwesend warst. Ja. Und jetzt beim Arctic Warrior habe ich das vordere Kreuzband gerissen. Heute ist ja ein Vlog dazu rausgekommen, aber es kommen noch zwei weitere Vlogs, wo das aufgearbeitet wird, wie diese Thematik war dann. Okay, man kann ohne Bänder dann quasi echt... Also Otto, also das geht, aber du brauchst halt massiv Muskulatur und der Stefan hat halt richtig viel Muskulatur. Hat er viele Muskeln? Nee, doch. Ja. Mein Muskelanteil liegt bei 5% von Das ist einfach Fett. Dicke Knochen. Dicke Knochen, nee, das Stahlskelett. Ich habe schon wieder den Sarkasmus oder die Ironie nicht verstanden. Ich bin da manchmal ein bisschen wie ein kleines Kind. Aber ich bin echt froh, Stefan, dass es da nichts Schlimmeres passiert ist. Ich bin mal gespannt, ob die Aufnahmen, ihr wart ja, das wäre schon ein Spoiler, wenn man jetzt sagt, wo ihr noch gewesen seid und so. Ja. Wir wollen das gerne noch selber gucken, Otto. Ja, ich weiß. Gut, nee, geht alles mir gut, auch. Ich habe gestern auch mal was Neues gewagt. Ich war gestern auf so einem Parkour-Event. Okay. Ja, so ein YouTuber-Parkour-Ding. Ja, es war, ich habe überall auch blaue Flecken und alles angeschlagen, aber ich war der Schwerste und der Älteste. Aber egal. Okay. Ich darf noch nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Ja. Ich habe bei Sascha dieses Ninja Warriors mitgemacht und das ist einfach, das ist halt auf jeden Fall nochmal eine ganz eigene Disziplin. Es gibt schon einen Grund, warum das jahrelang trainiert wird von den Athleten. Völlig irre. Von der Beweglichkeit, da waren auch Profis anwesend, auch welche, die sich beim Arctic Warrior beworben haben tatsächlich. Dieses Ninja-Couple war dabei. Alter, die sind so fit. Wahnsinn. Also, krass, Mann. Das ist zu heftig. Wie die da durchtanzen. Also, ich finde interessant, dieses Format, total. Das Training, was die abliefern. Ja. Geile Sache. Total. Stefan, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Das heißt, auf jeden Fall, Otto. Und Tom genauso natürlich. Ich melde dich morgen bei dir. Ich weiß, du bist krass unter Wasser. Und hast ultra viel zu tun die ganze Zeit. Ich melde mich morgen bei dir. Wir müssen auf jeden Fall was zusammen machen wieder. Check. Ja, mir steht ja immer noch aus, ein Kampftraining bei dir zu machen. Auf jeden Fall. Ne? Aber auch unabhängig von YouTube natürlich. Natürlich. Gibt ja auch noch andere Aktionen, die man nicht filmt. Ne? Ja, es gibt. Ja. Tom, mein Lieber, mich freut es auch so sehr, dass du beim Stefan bist. Also die Community wird ja immer größer, die Grüne, sag ich mal so. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Also hier ist es auch definitiv sehr gemütlich. Ich wurde sogar noch bespeist. Ich habe noch Essen bekommen. Salat wahrscheinlich. Sellerie zu essen. Wir heute da und wir haben richtig dick gekocht, dass alle Gäste, die heute kommen, Tom kam ein bisschen später, verköstigt werden natürlich. Okay. Alle Leute bei mir im Chat fragen gerade, ein Flachwitz von Tom. Tom, du hast noch mal... Kannst du mal einen Flachwitz von Tom? Wir brauchen noch einen Flachwitz von dir. Ah je. Wie viel wiegt ein Pfurz? Gar nichts, sonst ist es leider scheiße. Der hat es mitbekommen. Das ist aber auch immer neu gekommen, ne? Die gehen nicht zu Ende. Du, ich kann mir gar keine Witze merken. Wann immer ich auch. Ich vergesse dann, wenn ich den anfange zu erzählen, am dritten Satz denke ich, wie war das jetzt nochmal? Ich auch. Und dann dieses Momentum verloren, wo völlig. Ich dann gebe ich es direkt auf. Ich auch. Einen habe ich noch. Den habe ich beim Sebo gebracht. Der ist nicht. Ah ja, gut, das können wir noch bringen. Also der ist irgendwie einigermaßen jugendfrei. Suche Mann mit Pferdeschwanz, Frisur egal. So, jetzt müssen wir aber. So, jetzt haben wir jetzt aber zwei Witze, zwei Fachwitze. Okay, sorry. Denk nicht zu weit. Jungs, wir sehen uns, wir telefonieren. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend. Liebe Grüße hier in die Mitte von Deutschland. Danke dir auch. Bis Ende. Ich wünsche euch was. Tschüss. Oh, so, die beiden hier. Ah. So, Witze habt ihr bekommen, Freunde. Ah, that escalated quickly. Ja, allerdings. So, machen wir weiter hier. Wasser gesoffen, 1,5 Liter pro Tag. Ich habe extra nicht zu viel getrunken davon, weil ich weiß, die Elektrolyte gehen flöten und dann dehydriert man richtig. Wenn man die ganze Zeit totes Wasser trinkt, ist ja wie destilliertes Wasser. Lea wird mir jetzt die Hand verbinden, damit ich nirgends gegenkomme und vielleicht ein bisschen meine Hand nutzen kann, weil es super unangenehm ist, hier in diesem Zustand meine Hände zu benutzen. Und es spannt alles. Das ist echt krass, was Erfrierungen machen. Ich hatte es mal am Fuß vor 10 Jahren, aber das war nur am kleinen Zeh und nicht in dem Ausmaß, wie ich es hier habe. Hast du dir große Sorgen gemacht um ihn? Die größte Sorge, die meine Familie und ich hatten, war tatsächlich, dass er sein eigenes Limit nicht kennt. Ach, wie kommt's? Stefan kennt sein Limit nicht?
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Den Schmerz nicht so richtig wahrnimmt und realisiert. Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass Stefan irgendwie mit Schmerz anders umgeht, sondern er macht immer weiter. Und nicht, weil er das irgendwie sich selbst jetzt aufzwingt, sondern weil er es wirklich in dem Moment einfach nicht merkt. Ja, Stefan, das war unsere größte Sorge, dass du nicht verstehst, wann das Maß erreicht ist. Aber zum Glück habe ich es verstanden, wann das Maß erreicht ist. Wenn so der Arzt. Oh, Stefan, ich finde dich einfach so super. Direkt eine Ansage. Zurückgekommen. Und das ist kein Argument, dass du jedes Mal so verkrüppelt nach Hause kommen musst und ich dich dann wieder zusammenflicken darf. Auf jeden Fall, was ganz wichtig ist, wir müssen diese Finger vor erneuter Kälte schützen. Wir werden die ganz locker mit einer sterilen Mullbinde einpacken. Nicht zu stramm. Er darf natürlich auch keine direkte Wärmezufuhr in Form von Wärmflaschen oder sowas haben. Das denken viele, dass es richtig ist. Also, keine große Hitze, keine Kälte erst recht nicht. Viele denken ja auch so, oh, Erfrierungserscheinung, sofort quasi Hand ins Feuer. Total falsch, weil es bilden sich ja quasi, wenn der Richtpech hast, Richterfrierung ist ja so weit runterkühlt und die Zellen so weit, also auch mit nicht Eiskristallen, aber wenn es dann zu schnell warm wird, zerstörst du da so viel mit. So viel. Ja, immer irgendwie von wegen, oh, mir ist kalt, ich hau da jetzt mal Wärme drauf. Das wäre absolut kontraproduktiv, deswegen, wir werden das nur lose bandagieren, Handschuh drum, fertig und den Rest muss er ausbaden. Boah, das sieht so übel aus. Also man spürt, wie gesagt, gar nichts. Es ist so, als ob man 10 Lagen Tape drumherum hat und ganz stumpf, weit entfernt irgendwie ja, einen Reiz fühlt. Das ist jetzt nicht so schön. Das Ding ist aber, es wird eh nicht lange halten, weil der Stefan da entweder dran rumpult oder wieder mit seiner Hand Sachen macht. Das ist so. Bei den beiden so ein süßes Pärchen. Tja, was soll ich sagen? Sie ist so wie die Mutti. Und Stefan ist einfach so wie so ein 5-jähriges Kind, was nicht hören will. Und sie kümmert sich immer um ihn. Also einfach super süß immer zu sehen. Wichtig ist einfach nur, dass es nicht zu stramm ist. Aber du ziehst ja eh noch einen Handschuh drüber, ja? Ja. Eyepog. So, jetzt werden wir uns Handschuhe anziehen, dann werden wir Gassi gehen. Sowas schafft nur Ralfi. Insbesondere, wenn ich keine Zeigefinger und Mittelfinger habe. Ja klar, nee, Gassi gehen muss man machen, wenn alle Bänder abgerissen sind und die Hand erfroren. Stefan, wie fühlt es sich jetzt an, wenn du Gassi gehst mit den Hunden und wegen deinem kaputten Knie und deiner Hand? Ich habe das wirklich vermisst mit den Hunden, aber ich muss sagen, es war natürlich eine krasse Erfahrung, die ganze Zeit in der Natur zu sein. Aber wenn du jeden Tag von Hunden umgeben bist, dann vermisst du sie natürlich. Voll. Ich habe meinen Schlappi auch vermisst, der liegt da und schläft. Tag irgendwo hinfahren, nehme ich einen Hund mit, damit ich wenigstens von einem Hund umgeben bin. Aber es ist schon schön, wieder zurück zu sein, draußen laufen zu können. Und das Empfinden von Kälte, beziehungsweise jetzt von Regen, ist natürlich nichts im Vergleich zu Finnland, wo es minus 30 Grad gehabt hat. Stefan, laufen wir trotzdem eine große Runde? Natürlich, die Hunde müssen auch laufen. Es ist alles ein bisschen langsamer, deswegen ist Ralfi ein bisschen ungeduldig. Vor allem einfach 4-5 Hunde, die an der Leine ziehen und du mit abgerissenen Bändern im Bein. Gleich trainieren gehen, weil wir konnten natürlich beim Arctic wollen nicht trainieren, weil es gibt in der Polarkreiszone keine Gyms scheinbar und das werden wir auf jeden Fall machen und wir haben jetzt für einen Spaziergang, für den ich normalerweise eine Stunde brauche, nicht zu ziehen bitte, 2 Stunden gebraucht. So Stefan, wir waren jetzt eben noch Gassi gewesen, derweil hat sich auch die Farbe deines Verbandes geändert. Ja. Was steht als nächstes an? Ist alles ein bisschen verrutscht, wurde nachgebessert, wir werden frühstücken gehen mit Lea. Dann werden wir später trainieren gehen. Was magst du trainieren? Ich trainiere Arme. Beine ist schwierig, weil mein Knie am Arsch ist. Und ich denke, ein bisschen Blut in die Arme reinzupumpen ist nicht verkehrt. Ich soll sie so leicht bewegen, die Finger. Deswegen denke ich, so ein leichtes körperliches Workout ist schon auf jeden Fall förderlich für den Heilungsprozess. Zufällig Lea gerade hier getroffen. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Auch so geil, die Merch-Klamotten vom Stefan. So super, mit ein Stück Pizza, dann Ralfi drauf und sowas. Also, der ist einfach super. Ja, erstmal Arme trainieren, natürlich. Oh, Wunder. Ja. Wir suchen jetzt nach einem Schlafsack, wo ich auch reinpasse. Oh, meinst du demonstrieren, wie wichtig sowas ist? Ja, der Arctic Warrior, mein Schlafsack ging bis hierhin. Das verstehe ich bis heute nicht. Ich bin ein Tick kleiner als Stefan. Habt der nicht bis unten hindurch oder hat der unten den Schlafsack vollgestopft mit irgendwas? Verstehe ich immer nicht. Der Schlafsack ist 2 Meter und. War sogar für Otto zu klein und Otto ist 10 Zentimeter kleiner als ich. Da siehst du, sagt er sogar. Ja, nicht ganz so gleich groß. Hier ist so ein Schlafsack, oder? Die sehen doch aus, als ob die passen könnten. Die passen, die sind 2 Meter lang, ja. Wäre nicht schlecht gewesen. Der Arctic Warrior Schlafsack ist auch 2 Meter lang. Wenn er dabei gewesen wäre. Die waren schon auf jeden Fall deutlich zu knapp. Lea, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Warte mal, das muss ich jetzt mal nachgucken, Freunde.
So, da ist der Schlafsack, den wir mit hatten, den Wildernis. So, wie lang ist das Ding? Außenmaße 2,30 Meter. Steht irgendwo Innenmaß, außen ist ja nicht innen. Der ist lang genug. Nein, es gibt meine Größe leider nicht mehr. Gibt es überhaupt Schlafsäcke in seiner Größe? Natürlich gibt es Schlafsäcke in meiner Größe, ja. Das heißt? Ich glaube, das hat sich Sebo einfach ausgedacht, damit wir es noch schwerer haben. Meinst du, das ist ja pure Absicht? Ja, natürlich. Wir haben ja 4,5 Tage nichts zu uns genommen, weil es Abzug gab in der Punktkategorie, wenn wir die Foodpacks öffnen. Und ich muss wirklich sagen, Sebo, das, was du da zusammengepackt hast, war richtiger Schrott. Ihr fragt jetzt wegen der Temperatur. Also, minus 18 Grad war nicht wie Wohlfühltemperatur, wie nennt ihr es nochmal hier? Warte, Komfortzone. Bis minus über 30 war das Ganze extrem. Passt also. Sollte auch nicht zu angenehm sein. Wenn man jetzt so einen minus 60 Grad Expeditionsschlafsack nimmt, dann wäre der viel zu groß gewesen und dann wäre es auch viel zu wohlig gewesen für alle. Man sollte schon so ein bisschen, ne? Denn so in den Foodpacks drin gewesen? Es war einmal Tactical Food, dann gab es, glaube ich, einmal so eine Zusammensetzung für eine Gemüsesuppe oder irgendwas mit einem Brühwürfel drin. Und dann gab es eine Packung mit zwei Snickers drin, weil wir immer als Team fungiert haben. Und einmal Haferflocken waren es, glaube ich. Und ich glaube, es gab zwischen 2 und 4 Punkten Abzug pro Foodpack. Und um diese Punkte natürlich zu sparen, wie ihr in der Folge gesehen habt, haben wir jeden Tag beschlossen, nichts zu uns zu nehmen. Und ich muss sagen, ey, wir haben krass funktioniert ohne Nahrung. Mit 1,5 Liter Schneewasser, also ohne Elektrolyte. Also es war echt beachtlich und das hätte ich nicht gedacht. Da mein Körper hat trotzdem abgeliefert. Das fand ich so beachtlich und bewundernswert, wofür unser Körper eigentlich gemacht ist am Ende. Und dass wir es gar nicht benötigen, die ganze Zeit irgendwie Nahrung zuzuführen. Wir können eigentlich auch mit relativ wenig performen. Ich liebe die Musik bei ihm. Also ein paar Fragen aus dem Chat hier. Ne? Porridge wäre super easy gewesen. Genau, Porridge hatten wir dabei. Müsli hätten wir dabei gehabt, hätten wir aufkochen können. Waren mit den beiden Technical Foodpack verpackt. Arctic Water ist noch nicht abgeschlossen. Am Mittwoch die letzte Folge leider. Guck mal, ein doppelter Regenbogen. Somewhere over the rainbow. Weiter weiß keiner, wie es geht. Gut angehalten gerade dir. Ja, okay, gut, Bankdrücken machst du eh so, dass die Finger da nicht. Aber ob das so gut ist, wenn da das Gewicht aufliegt? Naja, ich würde es wahrscheinlich auch machen. Finnland, Lappland. Schneewasser, nichts zu essen, 8 Kilo verloren, Hände fast verloren, Knie kaputt, kein Problem. Wie super ist das? Das muss ich nochmal anschauen. Verloren, Hände fast verloren. Warte. Schneewasser, nichts zu essen, 8 Kilo verloren, Hände fast verloren, Knie kaputt, kein Problem. Das ist das Gerät, was ich am zweitmeisten neben dem Entsafter vermisse. Oh, für die Apps. Ah, da ist das gut. Ich hab's vermisst, Mann. Der erste Tag wieder zurück aus Finnland und ich bin natürlich wieder direkt in mein altes Verhaltensmuster gefallen. Saft pressen, Eisbaden, trainieren gehen und ich hab's vermisst und ich hab's geliebt. Und ja, es ist einfach schön zurück zu sein und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie die regenerativen Fähigkeiten meines Körpers sind und wie schnell ich recovern werde. Bis zum nächsten Vlog. Geil, das war Stefan Pütz. Ach, was liebe ich ihn, ey. Geiles Video.